Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 im Online-Modus. Und zwar diesmal wieder mit einem neuen Amiibo. Und auch das werde ich jetzt erstmal wieder auspacken. Es ist eines der, ja, Kostüme, wo man sich nicht ganz sicher ist. Braucht man das oder braucht man das nicht? Amiibo sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. War ich auf jeden Fall positiv von überrascht. Packe ich es jetzt auch mal aus und schaue mal, wie es außerhalb von seiner Hülle aussieht. Mache erstmal wieder Lärm. Gut. Ja, es ist rund, es ist gelb und es sieht cool aus. Es ist nämlich der gute Pac-Man. Der ist jetzt dran, der Stream-Chat hat entschieden und der wollte gerne Pac-Man sehen. Und deswegen machen wir mal den Pac-Man. So, auf geht's. Ja, auf geht's, habe ich gesagt. So, Online-Spiel. Global, wenn... Amiibo-Outfit. Pac-Man. So, hatte ich das Donkey Kong-Outfit überhaupt beurteilt beim letzten Mal? Ich glaube nicht. Das Donkey Kong-Outfit war ganz okay, war ganz cool. Mit der Locke oben drauf gehört natürlich dazu. Weil es nichts mega spektakuläres war, aber ja, war passend, fand ich. Also war ganz okay. Pac-Man-Outfit werde ich gleich in-game beurteilen. Schauen wir dann gleich mal. Jetzt mach bitte schneller. Suche nach Spielern. Warum dauert das immer so lange? Weil keine Verbindung zum Gerät spielbar hat, das hergestellt werden konnte. Deswegen dauert es immer so lange. Vielen Dank für diese Information. Du könntest doch einfach sagen, unsere Server sind zu schlecht, um dich mit den anderen verbinden zu können. Versuch's bitte später nochmal, wenn wir unsere Server verbessert haben. Das ist eigentlich die Nachricht, die da eigentlich stehen sollte. Aber naja. Suchen wir halt nach anderen Spielern, wenn die Spieler nicht zu uns passen. Wir scheinen ja wohl doch Spieler zu finden, die zu uns passen. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal ein etwas größerer Punktedurchschnitt als eben, wo wir so durchschnittlich bei 2.000 bis 3.000 Punkten waren. Sind wir jetzt bei durchschnittlich, ja, 6.000 bis 8.000. Da wird man schon ein bisschen mehr zu kämpfen haben, auf jeden Fall. Die spielen auch gerade, oh Gott, die spielen zum Glück gerade Mario World Minus. Damit sollten wir uns hoffentlich gleich nicht befassen müssen. Hoffentlich ist das die dritte Runde. Was macht der? Ne? Ja, da sieht man wieder, wie gut die Verbindung zwischen uns und den US-Amerikanern hier ist. Bei mir stand auf der Strecke, ein echtes haben runtergefallen. Sehr schön. Ansonsten, also entweder ist er auf der Strecke geblieben und wurde von A nach B teleportiert, oder er ist in Wirklichkeit runtergefallen und wurde von Lakitu nach B gebracht. Das ist, glaube ich, eher logischer. Also ich glaube, wenn man von Server spricht, dann muss man halt leider Microsoft, was heißt leider, man muss Microsoft da echt dann die Krone aufsetzen, weil Microsoft hat einfach, Alter, dem zuzugucken ist einfach schlimm, einfach weil die Verbindung überhaupt nicht stimmt. Der macht was, echt was ganz anderes, als wenn uns angezeigt wird hier. So, schauen wir dem Japaner zu. Der weiß, wie man das kann. Weil, ja, Microsoft hat einfach schon immer die besten Server gehabt, die können es ja doch, die haben auch das meiste Money, um sich so Server leisten zu können. Also da kann auch, da können die Sony-Server halt null mithalten und die Nintendo-Server schon gar nicht. Also ich sag mal, wenn man eine Konsole haben will, die wirklich konstant Online-Leistung bringen muss, dann ist, glaube ich, die Microsoft-Konsole einfach momentan die stärkste auf dem Markt. Allerdings ist das eigentlich nicht der Kritikpunkt, auf den man sich ein Spiel kaufen sollte, sondern die Exklusivtitel sollten eigentlich der Kritikpunkt sein. Alter, das war ernsthaft die erste Runde, wo wir eingeschaltet haben. Oh Gott! Mann! Dann fahrt halt noch eine dritte Runde, während wir zugucken. Das ist voll lustig und so. Du bist nicht mehr Erster, also bist du da auch nicht mehr wichtig. Sonic ist jetzt Erster. Sonic fährt mit dem Animal Crossing Villager. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Sonic ist Spanier und fährt mit dem Animal Crossing Villager. Genauso muss es sein. Wahrscheinlich hofft er noch auf ein, dass auf der E3 jetzt die nächsten beiden DLC-Packs angekündigt werden. Mit Sonic DLC, Green Hill Zone... nachgebaut mit Looping und so, Mario Kart, könnte man sogar tatsächlich machen. Wäre sogar gar keine so scheiß Idee, muss ich mal zugeben. Aber mal sehen, was Nintendo so macht. Ich meine, Sega will jetzt ja, wenn nächstes Sonic-Spiel rauskommt, eher PS4 und Xbox One damit beliefern. Was bedeutet, dass Sony vielleicht nicht ganz unbedingt darauf aus ist, Sonic jetzt in ihre Spiele einzubauen, man weiß es nicht.
Na gut, machen wir es in Animal Crossing Dorf, einfach aus dem Grund, weil wir Frühling und Herbst noch nicht gesehen haben. Und es gibt sicherlich Menschen, die Frühling und Herbst gerne mal sehen wollen. Wir werden jetzt so lange die Animal Crossing Strecke wählen, wie zur Auswahl ist, bis wir alle vier Versionen davon gesehen haben. Sommer und Winter haben wir ja schon. Wie gesagt, Frühling und Herbst fehlen uns noch. Vielleicht kommt jetzt immer eins von den beiden. Wir haben ja schon zweimal Sommer und einmal Winter gehabt. Bitte, Spiel, gib uns was Neues. Aber bitte lass erstmal alle auswählen hier. Ja, das ist schon besser. Es haben nur sehr wenige die Animal Crossing Strecke gewählt. Nicht mal 50% der hier Anwesenden. Deswegen kommt er nicht dran, sondern eine stinklangweilige Strecke aus dem ersten DLC. Geil! Ich meine, es kommt ja ein neues Animal Crossing im Herbst. Oh, ich mag das Pac-Man-Outfit tatsächlich, weil sich der Pac-Man auf dem Hinterkopf bewegt. Könnte zwar ein bisschen nervig sein, aber ich glaube, das Pac-Man-Outfit gefällt mir tatsächlich. Ja, kann man auf jeden Fall. Finde ich cool. Passt. Es kommt ja ein neues Animal Crossing. Und zwar Animal Crossing... ernsthaft. Home Designer für den 3DS, wo jetzt ja die Animal Crossing Amiibo-Karten dann für verwendet werden. Also Amiibos in Kartenform quasi. Haben sie ja auf der letzten richtigen Nintendo Direct angekündigt, weil die heute ziemlich einfach nicht dazu. Oh, ich hasse euch alle. Ich fahre extra auf die andere Fahrbahn und dann fährt er da quer durch. Das ist unfassbar. Du meinst aber sicherlich ein Wii U Animal Crossing, aber dass das in Entwicklung sein sollte, sollte eigentlich auch kein Geheimnis sein. Ich meine, Animal Crossing gab es jetzt für Nintendo 64, für Nintendo GameCube, für DS, für 3DS und für Wii. Also warum sollte keins für Wii U kommen? Also das neue Animal Crossing kommt, sollte eigentlich feststehen, aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, sonst würden sie im Herbst nicht den Home Designer veröffentlichen. Aber auch bei beiden DLCs, um deine Theorie mal ein bisschen zu widerlegen, bei beiden DLCs war eine F-Zero-Strecke dabei. Und ja, ich denke mal, der 200 CCM-Modus sorgt sogar fast dazu, dass F-Zero für Wii U nicht passieren wird. Einfach weil der große Unterschied zwischen Mario Kart und F-Zero war immer die Geschwindigkeit. Natürlich, dass F-Zero ein bisschen mehr auf Realität gelegt hat, aber das Hauptaugenmerk von F-Zero war nun mal immer die krasse Geschwindigkeit. Und ihr seid einfach Mario Kart per DLC krasse Geschwindigkeit dazu bekommen. Und da kann man sich bei Nintendo natürlich auch noch fragen, braucht man dann tatsächlich noch ein F-Zero? Oder entwickelt man dann, schickt man seine Teams natürlich lieber in die Entwicklung von neuen Spielen? Deswegen kann ich, glaube ich, eher mal, denke ich mal, dass eher kein F-Zero kommen wird. So. Wir sind nur Vierter. Das ist Kacke hier. Leck mich am Arsch. Schmeißen wir nochmal eine Banane ins Publikum. Toll. Ja, das Outfit finde ich auch ganz cool. Das gefällt mir. Oh, Animal Crossing. Gut, dass wir das zur Auswahl haben. Wählen wir das mal. Aber ich habe zum Glück noch nicht erklärt, warum ich das jetzt wähle. Ja, F-Zero wird sich halt nicht so groß verkaufen. F-Zero hat zwar seine Fanbase, aber die Wii U hat sich halt jetzt schon nicht verkauft. Das heißt, die Putin... Alter, es kann nicht wahr sein, dass diese scheiß Animal Crossing-Strecke nicht reinkommt. Wie gesagt, die Animal Crossing-Dinger haben halt... Animal Crossing sage ich schon. Die F-Zero-Spieler sind halt... mögen halt F-Zero, aber die Wii U hat sich nicht so krass geil verkauft. Dass man halt irgendwelche Produkte rausbringen können, die sich auf Konsolen, die sich viel verkauft haben, schon nicht so ganz mega erfolgreich waren. Also in der Theorie hätte Nintendo sich, muss sich Nintendo eher darum bemühen, Software rauszubringen, die System-Seller sind, aber das ist jetzt eigentlich auch zu spät dafür. Deswegen wird Nintendo wahrscheinlich nur noch ihre großen Marken raushauen, von denen sie wissen, die kaufen auch Leute und deswegen kaufen sich Leute eventuell noch die Konsole. Zelda, Animal Crossing und Co. Das sind System-Seller.
Pokémon wäre es auch, aber da legt man wohl eher Wert auf den 3DS. Und ich denke mal, Star Fox ist da schon eher so ein Nebenprodukt. Also, dass das kommt, hätten ja auch viele nicht mehr erwartet. Das kam, aber ich glaube, dann wird so schnell nicht das nächste. Also, Metroid kann ich mir schon eher vorstellen als F-Zero, einfach weil Metroid von den Verkaufszahlen her auch schon immer besser stand als F-Zero. Und weil man mit Metroid in der Theorie auch noch die Wii-Kunden ansprechen könnte, weil Metroid hat einen Wii-Ableger. Dingen's ja nicht, F-Zero nicht. Das heißt, die jüngeren Fans kennen F-Zero ja vielleicht auch alle gar nicht. In der Theorie ist das für die einfach eine nichtssagende Marke. Außer, dass man dann Captain Falcon aus Super Smash Bros. Kennt, ist das dann wahrscheinlich eine Marke, die sonst den Leuten allen nicht viel sagt. Und da wird man, glaube ich, eher, wenn man eins von den beiden Spielen entwickelt, Metroid oder F-Zero, dann wird es wahrscheinlich eher Metroid. Aber ich kann sogar fast davon ausgehen, oder was ist eigentlich davon ausgehen, aber ich befürchte sogar fast schon, dass gar nichts von beiden kommen wird. Wenn doch nicht mal ein 3D-Mario für Wii U kommt, ja? Warum sollte man sich dann schon über Zero und Metroid Gedanken machen? Wenn die noch nicht mal ein verkacktes 3D-Mario rausbringen. Dich Blitz. Ja. Ja, ich hoffe, dass Nintendo aus dem Flop am Anfang vom 3DS und von der kompletten Wii U gelernt hat und einfach mal weiß, dass man halt einfach nur mit Neuigkeiten an der Hardware, wie jetzt zum Beispiel dem Gamepad-Controller, dass man damit keine Konsole verkauft, sondern dass die Software das Entscheidende ist und dass man halt einfach die Software gut entwickeln muss. Man muss einfach geile Software rausbringen, dann verkauft sich eine Konsole auch. Und Hardware ist da auch nicht so ganz schlecht, wie man bei der PS4 sieht. Wenn weder PS4 noch Xbox One noch Wii U so viel krasse Software haben, dass man sich für eine dieser Konsolen unbedingt entscheiden muss, dann entscheidet er doch trotzdem die Hardware. Deswegen ist die PS4 momentan ganz weit vorne. So krass viel Software hatten sie vor Bloodborne jetzt nicht unbedingt, die mega hochwertig war, außer Infamous Second Son fiel mir da echt nicht viel ein. Und trotzdem schlägt sie halt alle Verkaufsrekorde, einfach weil es die einzige Alternative ist, was Hardware anbelangt, dass halt die größten Möglichkeiten sind. Oh geil, ein Zufall, der mir gefällt. So, dass dieses Spiel einfach die größten Möglichkeiten, also beziehungsweise die Konsole einfach die größten Möglichkeiten bietet, dass da in Zukunft gute Spiele rauskommen. Und ja, deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Nintendo da hoffentlich daraus gelernt haben wird und große Titel wie ein 3D-Mario und so einfach direkt zum Release der neuen Nintendo-Konsole raushaut, die ja wohl doch auch hardwaremäßig wieder was komplett Experimentelles sein soll, wenn Nintendo schon die Konsole teasert. Ich meine, genauere Informationen soll es erst 2016 geben. Aber die haben die ja schon mit den Worten geteasert, es wird etwas, was es noch nie zuvor gab. Meinte Nintendo ja. Das haben sie bei der Wii und bei der Wii U auch gesagt. Wii war halt hauptsächlich Motion Control, Wii U war halt der GameCube Controller. Aber wir hoffen einfach mal, dass sie daraus gelernt haben. Oh, verdammt, was war denn da jetzt los? Der hat mich gedriftet. Hoffen wir einfach mal, dass sie jetzt trotzdem aus den Fehlern gelernt haben und dann trotzdem die Hardware deswegen nicht vernachlässigen, nur weil sie halt auf neue Dinge setzen wollen. Wäre irgendwie ganz cool. Wenn man dann noch so ein 3D-Mario und ein F-Zero zum Release hätte, dann... Oh, das kann nicht mehr ernst sein! Wer stellt denn eine Banane auf die Beschleunigungsstreifen? Das kann nicht... Ah, Bombe! Dieses Spiel hasst mich so! Dieses Spiel hasst mich so krass. Es ist unfassbar. Aber absolute Lieblingsstrecke dieses Spiels ist das hier. Das ist einfach, da kommt nichts ran. Ich weiß nicht, warum ich sie so geil finde. Einfach auch die ganzen Easter Eggs im Hintergrund und so. Das ist einfach geil. Das ist eine mega coole Strecke. Gefällt mir mega gut. Schieb mir die Kack-Daisy doch noch weg. So, hier.
kein Item da. Yeah, yeah. Die nach dem Goldpilz direkt wieder einen Pilz gekriegt. Ich könnte kotzen. Weg alle hier. Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Nein. Wow, das war knapp. Verdammt, jetzt habe ich mich verdriftet, weil ich mich darüber gefreut habe, dass wir den Scheiß abgewehrt haben. Lass mich alle in Frieden! Okay, da vorne ist einer mit einem Mega Man-Outfit gefahren. Jetzt sind wir tatsächlich noch auf den vierten zurückgefallen. Ja, es gibt ja den Wii U Pro Controller. Mit dem ist ja auch fast jedes Spiel spielbar. Es ist ja ein normaler Controller. Ist ja okay. Das Problem bei Nintendo, also beziehungsweise bei Nintendo-Spielen momentan ist halt so, dass man... Oh, nichts davon. Danke. Das Problem bei den aktuellen Nintendo-Dingens ist halt, dass man halt so viele verschiedene Controller-Arten hat, dass man halt jedes Spiel so entwickeln muss, dass es theoretisch mit jedem Controller spielbar ist. Das muss die Steuerung wirklich krass anpassen und teilweise auch limitieren, dass man sie halt sowohl mit einem Control-Stick bei Wii U und Nunchuck, also bei Remote und Nunchuck, als auch mit Touchscreen beim Gamepad, als auch mit einem normalen Controller spielen muss. Das ist für die Entwickler einfach 15-fache Arbeit. Zumindest was Multiplayer-Titel anbelangt, muss man das so designen. Das wird, glaube ich, auch beim neuesten Star Fox noch ganz interessant, wenn man da halt lokaler Multiplayer, wurde ja schon confirmed, mehr oder weniger. Ja, ich glaube, das wird nochmal ganz interessant, wie sie das jetzt steuerungsmäßig machen, dass es halt mit Pro-Controller, Wii-Fernbedienung und auch Gamepad steuerbar wird. Das wird, glaube ich, wie gesagt, noch eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, gibt mir doch das ganze Rennen lang kein Item. Ja, schießt mich stattdessen mit Items ab, danke. Und gibt mir Turbo, sodass ich gegen die Wand fahre, ist auch geil. Hätte ich aber doch gerne, danke. Da, geht alle weg. Warum müssen die mir immer in der Sekunde Turbo geben? Das kann nicht wahr sein. Immer in der Sekunde Turbo geben, in der ich irgendwo dann deswegen gegen die Wand fahre. Item. Kann ich nicht irgendwas kriegen, was mich unverwundbar macht? Wie eine Rakete oder ein Stern? Irgendwie angenehmer als andauernd 4 Sterne im Nacken zu haben. Weg. Oh. Warum? Oh Gott, fahr irgendwo lang. Okay, wir kommen in die letzte Runde. Verdammt, ich habe vergessen, dass man nur ein Item gleichzeitig haben kann. Nichts mehr treffen lassen. Dritter Platz ist okay. Dritter Platz ist okay. Puh. Strecke geschafft. Ja, das mit dem ersten Spiel entwickeln und dann hinterher entscheiden, welcher Controller dafür funktionieren soll, ist eine ganz gute Sache. Aber wie gesagt, bei den lokalen Multiplayer-Geschichten ist das halt was anderes, weil Nintendo ganz stark, weil Nintendo halt ganz stark damit geworben hat, als die Wii U rausgekommen ist, dass man halt sich keinen neuen Controller kaufen braucht für die meisten Spiele, weil das Gamepad dabei ist. Das heißt, alle Spiele, die nicht mit Wii-Mode spielbar sind, sind mit Gamepad spielbar und alle Multiplayer-Spiele sollen ja mit Wii-Mode und Nunchuck von deiner alten Wii noch verwendbar sein. Das hat Nintendo ja ganz groß promotet. Und die würden sich ja quasi dann wieder selbst widersprechen, beziehungsweise ihre Versprechen an die Käufer brechen, wenn sie jetzt plötzlich Spiele rausbringen würden, die lokalen Multiplayer unterstützen, aber keine Wiimote. Das ist ja das Problem. Weil Nintendo halt auch nur eine begrenzte Anzahl von den Pros am Anfang rausgebracht hat, von den Pro-Controllern. Mittlerweile sind die halt überall wieder verfügbar, das haben sie ja tatsächlich mal nachproduziert, komischerweise. Aber Nintendo hat ja gesagt, dass man nur ein Gamepad braucht. Das
deswegen ist ja auch die Funktion, dass ein zweites Gamepad nutzbar ist, immer noch nicht freigeschaltet worden, weil es wahrscheinlich hardwaremäßig dann doch nicht geht, wie Nintendo es versprochen hat. Alter. Der war so lange unterwegs, da war ich mir sicher, dass der nicht auf uns geht. Und dann ging der doch auf uns. Ach! Leute! Hört mal auf, uns hier abzuschießen. Ernsthaft jetzt. Wir sind hier nicht mehr im... Gut, das war jetzt aber schuld. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht mehr im Babypark. Hier müsst ihr mir mit Item rumschießen, aber ich habe es schon selber geschafft, auf Platz 12 zu fallen. Geil, dann schubst mich der Vollidioten unnötig Mario 2 auch noch aus dem Item raus. Er nimmt doch alle Pilze mit, weißt du? 4 Pilze nimmt er mit. Ich bin auf Platz 11 und komm nicht nach vorne, weil alle um mich herum bessere Items kriegen, jetzt gehe ich. Voll Spaß, vor allem, weil man die Strecke noch nicht gut genug kennt, deswegen ich weiß, an welcher Stelle man Pilze einsetzen darf und an welcher nicht. Die 3 Pilze haben uns jetzt einen Platz nach hinten befördert. Danke dafür. Oh, jetzt kriegen wir einen Stern. Also da vorne kriegen alle einen Scheißstern. Egal auf welchem Kackplatz du bist, aber auf dem 12., wo man eigentlich mal eine Rakete brauchen könnte, da kriegt man auch nur einen Stern. Danke. Wahrscheinlich werden die 3 Leute vor mir gleich alle eine Rakete kriegen. Und ich gammel hier mit meinen Sternen rum. Wow, wir haben einen Platz gut gemacht. Geil, jetzt geht's richtig bergauf hier. Und der Pilz hier wird es auch jetzt richtig weit bringen auf Platz 11. Warum driftet er nicht? Ja, geil, der hat einen Stern. Wir sind Elfter. Das ist unfassbar. Die haben alle Pilze gehabt, konnten alle die Abkürzung nehmen, nur wir haben keinen gehabt. Das ist nicht wahr. Doch, ich meine, dass in Titanfall 2 bereits... dass bereits die Arbeiten an einem Titanfall 2 bestätigt wurden, meine ich. Also ich meine, die Entwicklerstudio hatten bereits gesagt, dass die Arbeiten an einem Titanfall 2 mittlerweile begonnen haben. Und dass man sich auch ernste Gedanken über einen Singleplayer-Modus macht und dass es auch auf jeden Fall nicht mehr Microsoft-exklusiv sein soll, weil das war ein Bündnis, also beziehungsweise ein Vertrag, der nur für das erste Spiel galt. Also ich meine, es ist schon bestätigt, dass an einem Titanfall 2 gearbeitet wird. Sollte eigentlich nicht kein großes Geheimnis sein. Vielleicht wird man es sogar auf E3 jetzt sehen, man weiß es ja nicht. Ist ja nur noch etwas über einen Monat hin, dann ist ja schon E3. Kommen ja wieder die ganzen großen Ankündigungen. Und eigentlich wäre der Part auch vorbei, ich habe mich nur jetzt gerade durch den Chat ablenken lassen, deswegen machen wir heute einfach mal ein Rennen mehr. Kann man auch mal machen. Egal, fahren wir hier noch so eine unnötige Excitebike-Rennstrecke, die ist ja auch schnell vorbei. Quasi der Babypark des ersten DLCs. Nur, dass der Kreis, den man fährt, ein bisschen größer ist und ab und zu über Sprungschanzen dazwischen sind, aber dafür fährt man nur 3 Runden. Weg alle. Oh, scheiß Schlammpfützen hier. Weg. Wäre ich fast noch in unseren eigenen Roten gefahren. Okay, die nächste Stampfe zu gefallen. Geh mit deiner Banane weg, Pippo. Kommen sie wieder alle mit ihren 3 Pilzen an. Ich habe auf dem 11. Platz im letzten Rennen 2-mal einen Einzelpilz gekriegt und die kriegen einfach auf dem 3. und 4. Platz jeweils 3 Pilze. Und ich krieg dann hinter denen einen Pilz. Dieses Spiel. Wir sind einfach mit Items durchgehend benachteiligt. Wir nur ein Einzelpilz. Hör mal, Spiel, ich bin nicht doof. Ich habe eben gesehen, dass du den anderen beiden 3 Pilze gegeben hast. Die auf derselben Position waren. Geh weg mit deinem grünen
Ja, wenn ich die jetzt überhole, nachdem ich mit dem Roten getroffen habe, wird der auch einschießen. Ich habe gehofft, dass die gegen die Banane prallt. Oh, aber der Rote hat uns nicht getroffen. Das finde ich auch gut. Was macht denn der Rote? Trifft er jetzt nicht mal ein? Jetzt hat er den komischen da getroffen, oder nicht? Der Rote wollte einfach nicht kommen. Wir sind einfach beide hier vorne rumgefahren, der Mega Man Amiibo anzug. Und das kann nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? In der Sekunde, in der ich den ersten überhole, kommt der blaue Panzer. Geil. Hat der Cheater Spanier doch seinen ersten Platz dann wieder. Dann müssen wir uns mit dem zweiten vergnügen, ist ja auch okay. So. Das war es dann auf jeden Fall mit diesem Mario Kart Online-Part. Deswegen Pac-Man-Kostüm haben wir da auch mal gesehen. Die Strecken werden jetzt eher eine Scheiße, die zur Auswahl stehen. Also glücklich, dass wir da jetzt rausgehen dürfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.